Hallo und willkommen zu einem neuen C++-Tutorial auf diesem Kanal. Heute geht es um Lambdas. Mit Lambdas ist es nämlich möglich, Funktionen innerhalb von Funktionen zu schreiben. Und das sieht folgendermaßen aus. Ich mache das Ganze hier mal mit Auto, also Auto func ist gleich. Und jetzt kommen erstmal eckige Klammern. Was die bedeuten, gucken wir uns gleich noch an. Dann kommt die Parameterliste, die lassen wir jetzt mal leer. Und dann kommen geschweifte Klammern und das ist jetzt sozusagen die Funktion. Da das Ganze hier natürlich ein kompletter Ausdruck ist, müssen wir in dem Fall am Ende natürlich auch ein Semikolon schreiben. Und dann können wir darin machen, was auch immer wir wollen. Wir können zum Beispiel sagen, std::cout hallo, std::endline. Und dann sagen wir am Ende einfach, dass wir func aufrufen. Dann führen wir das mal aus. Und wir sehen, es funktioniert einwandfrei. So. Lambdas sind allerdings noch ein bisschen mächtiger als einfach nur eine Funktion zu sein. Und zwar kann ein Lambda auch auf Variablen außerhalb von sich selbst zugreifen. Das heißt, ich kann dafür sorgen, dass wenn ich jetzt hier ein int i ist gleich 0 mache, dass ich hier im Lambda darauf zugreifen kann. So geht das noch nicht direkt. Also wenn ich jetzt hier sage std::cout i, dann wird das nicht funktionieren. Denn dafür muss ich das Ganze erstmal capturen. Und das geht mit diesen eckigen Klammern hier. Also ich könnte es natürlich auch hier als Parameter erwarten, aber das ist ja nochmal was anderes, dann muss ich das ja hier unten angeben. Ich möchte aber, dass ganz automatisch das Ganze mit reingenommen wird. Und das geht ganz einfach, indem ich jetzt hier einfach hinschreibe i. Dieses i hier bezieht sich jetzt einfach hier auf diese Variable, die es von außen gibt und sorgt dafür, dass es diese auch im Lambda gibt. Das heißt, wenn ich das hier jetzt mache, dann wird uns unsere 0 ausgegeben. Wenn man sich jetzt aber denkt, ja wunderbar, ich möchte jetzt i innerhalb dieser Funktion hier mal einen neuen Wert geben, dann werden wir sehen, das funktioniert noch nicht. Wenn wir draufhalten, dann sagt er uns, dass das Ganze ein änderbarer Wert sein muss. Und zwar ist das i, das wir uns hier geholt haben, jetzt eine Kopie. Zu tragen kommt das natürlich wieder vor allem bei Objekten, dass man dort natürlich dann auch das Objekt an der Stelle kopiert, was natürlich nicht immer erwünscht ist, weil das sehr aufwendig ist. Und wenn man natürlich das Ganze ändern will, dann braucht man keine Kopie, sondern eine Referenz. Und das Ganze geht ganz einfach. Wir machen einfach ein Unter vor. Jetzt wird das Ganze auch an das Lambda weitergegeben. Allerdings ist nicht als Kopie, sondern als Referenz. Das heißt, dass ich jetzt auch i an der Stelle hier verändern darf. Also wenn ich das hier jetzt, okay, wir sollen es vielleicht mal ausgeben danach. std::cout i, std::endline. Wenn ich das hier jetzt ausführe, dann wird unser i auch innerhalb des Lambdas wirklich verändert. Wenn ihr natürlich noch mehrere Sachen machen wollt, also zum Beispiel nehmen wir hier noch ein int j ist gleich 5 und jetzt wollen wir hier auch noch j erwarten, dann machen wir das so. In dem Fall wollen wir es nicht verändern, sondern wir sagen einfach mal, wir wollen i auf j stellen. Das heißt, wir können j auch wunderbar als Kopie erwarten, beziehungsweise in dem Fall, was hat einfach keinen wirklichen Unterschied. Also im Grunde einfach, alles was ihr erwartet, wird hier mit Komma abgetrennt. Oder, was auch geht, man kann einstellen, dass standardmäßig die Sachen, die man nutzt, auf eine bestimmte Art und Weise dort mit reingenommen werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein ist gleich hinschreibe, dann wird das Ganze jetzt nicht funktionieren. Denn so wird alles als Kopie übergeben. Das heißt, wenn ich das hier jetzt nicht nutze, dann wird hier jetzt auch so gesehen nichts wirklich gemacht. Wenn ich es aber nutze, dann versucht C++ an der Stelle das Ganze als Kopie ans Lambda zu übergeben. Was an der Stelle dann natürlich nicht funktioniert. An der Stelle schon. Alternativ kann ich auch sagen, und dann wird alles als Referenz übergeben. Gut, werfen wir nochmal einen kurzen Blick hier auf dieses Auto. Ich lösche das hier mal kurz raus und das hier auch. Übrigens, wenn ihr eine leere Parameterliste habt, also ihr könnt hier natürlich eine Parameterliste angeben, wie sonst auch immer, also zum Beispiel int a und int b und sonst was. Aber eine leere Parameterliste, die könnt ihr übrigens hier auch weglassen. Das funktioniert genauso gut. Auf jeden Fall, dieses Lambda hier an der Stelle returnt sozusagen einen Function Pointer. Ich finde allgemein auch die Schreibweise von Function Pointern nicht so angenehm, deswegen arbeite ich auch da immer ganz gerne mit Auto. Aber auf jeden Fall würde das Ganze folgendermaßen aussehen. Wir würden jetzt hier an der Stelle einfach sagen void, jetzt Klammern, dann Pointer func und jetzt die Parameterliste. Und so sieht dann im Prinzip der Datentyp aus. Und das wäre dann jetzt so gesehen das gleiche, als hätten wir einfach Auto geschrieben. Also das hier ist jetzt der Function Pointer. Ihr könnt dann zum Beispiel auch eine Funktion schreiben, eine void do something, die dann zum Beispiel einen Function Pointer erwartet. Also sagen wir jetzt einfach mal hier void func. Was meckert der rum? Ach, ups. Das Sternchen ist an der falschen Stelle. Das muss hier hinter. So. Und jetzt können wir hier einfach sagen, zum Beispiel, dass wir func aufrufen.
Und in dem Fall könntet ihr natürlich sagen, dass ihr do something mit dem Lambda aufruft. Machen wir es hier mal ein bisschen verkürzter, damit es übersichtlicher ist. Denn dieses Lambda ist dann, wie gesagt, nichts anderes als ein Function Pointer. Allerdings funktioniert das Ganze auch nur so lange, wie wir hier nichts drin capturen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, dass ich hier alles über ist gleich capturen will, dann funktioniert das Ganze nicht mehr, weil er das dann nicht mehr einfach in einen Function Pointer umschreiben kann. Das ist dann sozusagen ja einfach ein Lambda. Das ist nochmal ein anderer Datentyp. Deshalb würde ich euch empfehlen, wenn ihr das Ganze mit Funktionsaufrufen hier machen wollt, dass ihr das Ganze einfach als Template macht. Template von TypeName T. Oder sagen wir Func oder was weiß ich. Und dann sagt ihr hier einfach Func Func zum Beispiel. Das erwartet ihr. Und das könnt ihr dann hier einfach aufrufen. Und dann funktioniert das hier auch wieder. Wir können hier zum Beispiel einfach mal sagen, stdcout i. stdendline. Und dann füllen wir das Ganze mal aus. Und dann sehen wir, dass das Ganze funktioniert. Okay, das soll es dann erstmal zu Lambdas gewesen sein. Dann hoffe ich, dass euch das Video mal wieder gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!